Ich bin ein Münchner, der in Zürich lebt und war dort auf einem Oktoberfest-Ableger, genauer gesagt in Dietikon. Wie es sich für einen Wiesenexportschlager gehört, waren natürlich Erdinger dabei, es gab halbes Händel, Bier, Oberster, Brezen. Teuer, aber nice. Da ging es schon los mit einem Prosit der Gemütlichkeit. Wir haben es genossen, von außen sah das ein bisschen anders aus. Und dann haben die Frankenbengel ein paar Mallorca-Hits gedroppt. Ich gebe dem ganzen Event eine 7 von 10. Es ist richtig nice, aber nichts kommt ans Original ran.